Heute mischen wir Vocals in Logic Pro ab und zwar mit nur einem Plugin. Los geht's! Hallo, ich bin Martin und wenn du neu hier bist auf meinem Kanal, lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ich sitze immer noch in Spanien fest, weil jetzt ist in Madrid auch noch der Flughafen zu wegen Schneegestöber. Wie wenn nicht alle schon so schwer genug wäre, deswegen sitze ich hier immer noch im Bauwagen in Spanien vor diesem netten Setup hier, vor hübschen Gardinen. Aber immerhin haben wir 16 Grad hier. Du siehst, ich sitze im T-Shirt da, es ist warm und ich hoffe dann, ich komme nächste Woche nach Deutschland endlich zurück. Okay, Vocals abmischen in Logic mit nur einem Plugin. Das habe ich versucht und zwar habe ich dafür den Step FX hergenommen. Und wenn das Ergebnis fertig ist, sollte es dann so klingen. Sitting on the couch and I get your notification. I've been working hard and I want you to see me naked. I'm trying to show you all the progress I've been making. So baby, slide through, I'ma send you my location. Also den Step FX habe ich benutzt und jetzt muss ich dazu sagen, dass der Step FX ein extrem komplexes Plugin ist. Ich kann dir also jetzt nicht alle Funktionen in einem 8- oder 10-minütigen YouTube-Video zeigen. Ich habe aber, falls dich der Step FX interessiert, eine Masterclass gedreht in meiner Mitglieder-Community. Da geht es eine 40 Minuten, glaube ich, geht die. Da erkläre ich dir alle Funktionen von diesem Step FX ganz genau. Wenn dich das interessiert, dann habe ich dir unten im ersten Kommentar verlinkt, meine Logic-Mitglieder-Community. Da drehe ich jeden Monat eine Masterclass über so ein Plugin. Also falls dich interessiert, klick einfach mal drauf. Gut, legen wir mal los mit diesem Step FX und mit der Signalkette. Ich starte mal hier ganz von vorne und schalte alle Effekte aus. Und dann schauen wir mal, wie diese Vocals hier eigentlich geklungen haben. Trocken, ohne alles, ohne den Step FX, ohne irgendwelche Effekte. Und das war so. Sitting on the couch and I get your notification. I've been working hard and I want you to see me naked. Also sehr trocken. Und angefangen habe ich jetzt hier einfach links oben mit dem Modulation FX Modul. Also du hast hier verschiedene Effektmodule bei dem Step FX und ich habe die nacheinander zugeschaltet und habe so probiert, eine ordentliche Signalkette hinzukommen. Modulation FX, dieses Modul hier im Step FX ist eine Chorus-Einheit, damit oder sie fügt im Original eine Kopie hinzu und die kannst du hier über das Delay verlängern und über die Rate und die Depth noch ein bisschen verdrehen. Mein Ziel war jetzt hier, die Vocals ein bisschen in die Breite zu bekommen, ungefähr so wie beim Isotope Vocal Doubler oder sowas in diese Richtung, damit ich sie ein bisschen breiter bekomme und ein bisschen fetter insgesamt. Und ich schalte die mal zu hier. Sitting on the couch and I get your notification. Ist breiter. I've been working hard and I want you to see me naked. I'm trying to show you all the progress I've been making. Also über Rate und über Feedback kannst du noch wesentlich abgedrehtere Effekte damit erzielen, je nachdem für welches Genre du, in welchem Genre du arbeitest oder wie du das, in welche Richtung du die Vocals drücken möchtest sozusagen. Als nächstes kommt das Filtermodul, das sind verschiedene EQ-Filter, die ich hier einsetzen kann. Und ich habe hier, die kannst du hier aufklappen, einen Bandpass-Filter gewählt, 6 dB Smooth. Ich kann natürlich die Filterkurve hier nicht genau sehen jetzt, aber ein Bandpass-Filter, falls du nicht weißt, was das ist, sieht ungefähr in einem normalen EQ, einem Equalizer so aus. Das heißt, er lässt bestimmte Frequenzen durch und bestimmte senkt er ab oder sperrt er. Ja, so würde ein Bandpass-Filter jetzt in so einem parametrischen EQ einfach aussehen. Das nur als Erklärung. Und den habe ich zugeschalten, um ein bisschen Höhen abzuschneiden und ein bisschen Tiefe abzuschneiden und die Vocals dadurch ein bisschen sauberer zu bekommen. Sitting on the couch and I get your notification. Ja. I've been working hard and I want you to see me naked. Wäre ein bisschen klarer. Als nächstes kommt das Distortion Plugin. Das besteht aus einem Exciter und einem Dirt Knob. Der Exciter fügt Obertöne hinzu, der Dirt Knob fügt Saturation hinzu. Und ich kann dir mal ein bisschen übertreiben, dass du hörst, was er dann macht. I'm trying to show you all the progress I've been making. So baby, slide through, I'ma send you my location. Also extrem luftig kannst du die Sache machen. Und was mir bei diesem Step FX gefällt, bei den Modulen, also bei den Effektmodulen hier, ist, dass sie sehr einfach zu bedienen sind, sehr intuitiv zu bedienen. Erinnert so ein bisschen an die One Knob Series von Waves, so ein bisschen, dass du hier mehr Einstellungsmöglichkeiten hast. Aber das Ergebnis kommt schnell und du bist mit
mit ein, zwei Drehreglern teilweise in den Modulen dabei, also sehr intuitiv bedienbar. Das gefällt mir gut. Dann habe ich hier noch ein Reverb zugeschaltet, ein ganz normales Plate Reverb. Zeit und Mix ist, glaube ich, klar. Das sollte jeder wissen, was das bedeutet. Ja, ich kann es auch länger machen. Sitting on the couch and I get your notification. Wäre jetzt extrem langes Reverb hier. I've been working hard and I want you to see me naked. Okay, dann habe ich noch ein Delay zugeschalten. Die Delay-Einheit, Low-Pass-Filter, Low-Cut-Filter, also auch die Höhen und die Tiefen ein bisschen abgeschnitten, dass er nicht so silbrig kommt und auch nicht mumpfig kommt unten. Und von der Zeit her habe ich einfach links und rechts Achtel punktiert eingestellt und bin dann zu diesem Ergebnis gekommen. I've been working hard and I want you to see me naked. I'm trying to show you all the progress I've been making. Step FX aus. So baby slide through, I'ma send you my location. Also finde ich schon mal beeindruckend, wie viel besser du die Stimme hier machen kannst und das mit nur einem Plugin tatsächlich, ja? Mit dem Step FX. Aber der Step FX kann ja noch viel mehr und eigentlich ist es ein Step Sequencer. Ja, es ist ein Step-Sequencer, der keine MIDI-Daten erzeugen kann, sondern du kannst diesen Step-Sequencer oder diesen Step-Sequencer mit allem füttern, mit MIDI-Spuren natürlich und aber auch mit Audiospuren. Und dieses Gestolper jetzt hier, das ich hier eingebaut habe, wenn die Band so ein bisschen runterfährt, das versuchen wir jetzt mal nachzubauen. Ne, okay, wie funktioniert das jetzt? Genau, wir gehen mal komplett zurück hier und verstellen das alles jetzt wieder, hier beim Panning auch, mache ich auch Custom oder wir stellen das hier einfach mal zurück, dann kann ich dir es zeigen. Du hast hier verschiedene Module, mit denen du die Audioquelle sozusagen zerhacken kannst. Ja? Ich gehe jetzt mal hier auf All Steps On, das ist ein guter Startpunkt. Und jetzt habe ich hier 16 Steps, das siehst du hier. Und wenn wir das in der Grundeinstellung jetzt mal so laufen lassen, klingt es zunächst mal so. I've been working hard and I want you to see me naked. Ja, du hast hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und über Gate Mix zerhackt er dir diese Audiospur. Ja, ich finde das jetzt noch nicht so ganz beeindruckend und deswegen kürze ich die Steps ein bisschen, damit die Sache insgesamt abgehackter wird. Jetzt klingt das Ganze so. I'm trying to show you all the progress I've been making. Jetzt haben wir die Sache verkürzt und es wird wesentlich deutlicher jetzt, dieses Zerhacken oder dieses Stottern. Und über den Depth-Regler kannst du jetzt regeln, ja, wie intensiv du das hörst. Und über die Rate kannst du natürlich festlegen, ob du auch andere Werte möchtest. Also ob du 16 möchtest oder 8 oder wie auch immer. Ja, ich spiele mal an der Depth rum und an der Rate, dass du hörst, was die, wie die hier das Material beeinflussen. So baby slide through, I'm gonna send you my location. Ja, extremer Effekt jetzt. Sitting on the couch and I get your notification. Nicht so extrem. I've been working hard and I want you to see me naked. I'm trying to show you all the progress I'm making. So baby slide. Okay, also ich nehme jetzt hier 16, weil es einfach besser klingt. Du könntest aber natürlich jetzt auch 32 nehmen oder 8, je nachdem, was dir besser gefällt. Ja? Hier haben wir noch einen Enveloper, und zwar Attack, Hold and Release. Und auch hier kannst du beeinflussen, wie das Sample klingt. Ich kann jetzt insgesamt die Holdzeit kürzer machen, dann wird es auch nochmal ein bisschen abgehackter. Insgesamt kannst du hier noch ein bisschen mehr fein einstellen, wie die Sache hier jetzt behandelt vom Step FX sozusagen klingen soll. Wenn es kürzer will. Sehr kurze Tag-Zeit, ne? So baby slide through, I'm gonna send you my location. Ja, also auch über diesen AHR-Enveloper kannst du nochmal nachregeln und sogar fein einstellen übrigens, wie dieses Sample dann klingen soll oder wie dieses File hier, dieses zerhackte File hier klingen soll. Das klingt jetzt schon mal gar nicht schlecht. Was natürlich auch noch interessant wäre, wenn wir jetzt diesen Gesang und vor allem diese Zerhackung hier im Pan oder im Stereofeld nach links und nach rechts fahren lassen können.
Und dazu schalte ich jetzt hier ein zweites Modul zu, oder ein zweites Ziel, Target heißt es hier im Step FX, schalte ich zu. Und ich möchte jetzt, dass diese abgehackten Vocal-Schnipsel sozusagen nach links und nach rechts fahren. Ja? Und dazu wähle ich jetzt Pan aus, ne? Im zweiten Schritt. Und da können wir jetzt ein Preset wählen. Dann nehme ich mal Sign. Und jetzt wandern diese Steps hier praktisch hin und her zwischen links und rechts. Ich schau mal zu, dass du es, schalt's mal zu, dass du es hörst. Moment, noch gerade. Jetzt haben wir das Problem, es klingt ganz gut, allerdings die Band, die swingt, ja. Aber meine Zerhackung hier, oder der Rhythmus, dieser zerhackte Rhythmus, der ist gerade. Und um dieses Problem zu umgehen, kannst du jetzt diese Vocal-Schnipsel kannst du auch swingen lassen, ja, über diesen Swing-Knob hier. Und das finde ich echt eine coole Option hier. Wenn ich den jetzt hochdrehe, dann fangen die einzelnen Stotterer hier an zu swingen. Okay, somit kannst du das anpassen. Was auch sehr interessant ist, ist hier unten, dass du die Signalkette individuell vertauschen kannst. Also im Moment ist es so, dass das Gate, dass die Vocals hier zerhackt, dass die vor dem Reverb ist. Das heißt, das Reverb wird nicht gegatet, ja? Du hörst, wie das Reverb ausklingt. Kann das Gate jetzt aber auch hinter das Reverb schalten, sodass das Reverb mit zerhackt wird. I'm trying to show you all the progress I've been making. Und der Effekt klingt wesentlich cooler, finde ich. Sitting on the couch in the kitchen notification. I've been working hard and I want you to see me naked. I'm trying to show you all the progress I've been making. Baby, slide through, let me send you my location. Also, beeindruckend, was man mit diesem Teil machen kann. Was hältst du davon von dem Step FX? Hast du den schon mal verwendet oder ist das für dich noch ein Buch mit 7 Siegeln? Wenn ja, ist vielleicht die Masterclass dafür was für dich. Wie gesagt, unten im ersten Kommentar habe ich es angepinnt, da kannst du mal schauen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit dem Step FX. Hoffe, dir hat dieses Video-Tutorial geholfen und wenn ja, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über ein neues Abo und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten Tutorial. Dann hoffentlich in Deutschland. Bis dann.